Jo Leute, nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain oder eher gesagt zum Bonuspart, in dem wir uns jetzt mal ein paar Konzeptgrafiken einziehen und ich noch ein paar Grüße loswerde, und zwar noch an den Raven Knight und an Shivas Tochter, Leute, ich muss mal ganz kurz gucken. Hier. Solange passiert jetzt im Menü noch nichts. Denn ja, ich bin so unvorbereitet, dass ich sogar auf YouTube nachgucken muss. Noch schöne Grüße an Zockers Luxi. So, damit sich hier keiner beschwert. Ja, würde sich sowieso keiner beschweren. Ich hoffe ja, wenn ich eh einen Zuschauer habe, dass ich eh einen Zuschauer habe, das reicht ja dann schon. Wenn ich irgendwann mal so weit bin, dass hier die großen Leute mich bei mir mal reingucken, dann, ja, weiß ich auch nicht, dann mache ich einen Freudentanz, ey. Ja, schöne Grüße an Raven Knight, haben wir schon gesagt, ne? Cryo World, Sonnenblumen Nocturne und auch noch an... Wen gibt es noch? Slayer from Beyond natürlich und Tamiko-chan. Jupp. Nochmal Special Grüße an Nikita und Nele. Leute, falls ihr hier reinschaut, vielen Dank. Danke für jegliche Unterstützung bisher und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kann nur besser werden. Aber jetzt würde ich mal sagen, geht's dann auch langsam Richtung Konzeptgrafiken. Damit wir mit dem Projekt jetzt auch irgendwann einmal durch sind. Ne? Wir sind jetzt im 20. Part. Und ja. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal nur die Konzeptgrafiken durchgehen. Hier haben wir das Haus von Ethan. Schön gemacht. Spielplatz samt Kinder und Familien. In das Arbeits- bzw. Zeichenzimmer. Ich glaube, da war diese Zeichenmaschine drin, ne? Unten hier die Küche. Und der Essbereich. Sieht schon schick aus. Ich finde auch die Konzeptgrafik bei Beyond Two Souls, die habe ich ja auch noch hinten rangehangen. In den letzten Parten rein. Sind alle sehr gelungen. Also die geben sich Mühe oder die haben zumindest richtig schöne Konzeptgrafiken mit auf CD gebrannt. Auf Blu-ray-Disc. Gut, hier nochmal die Küche. Dann haben wir hier... Ja, was haben wir hier? Einkaufszentrum, würde ich sagen. Da ist eine Rolltreppe. Ja, das ist das Einkaufszentrum mit den Ballons auch. Hier nochmal ein bisschen... Alles Einkaufszentrum. Ja. Ethans Haus, nachdem er... Also da, wo man dann ja am Anfang mit Sean die Hausaufgaben macht und so, ne? Das ist ja Ethan sein Haus. Natürlich nicht das Haus, wo er mit seiner Frau drin gewohnt hat, sondern sein neues Apartment oder was? Wohnung. Aber es war, glaube ich, ein Haus, ne? Ja, es war ein Haus. Hier das Wohnzimmer, da haben wir Fernsehen geguckt. Hier habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht. In dem Zimmer haben wir jongliert und wir haben ihn ins Bett gebracht, den Sohn, den Sean. Das ist, glaube ich, sogar die Straße aus dem Intro. Damit sind wir mit den ersten Konzeptgrafiken für durch. Hier sind die zweiten. Ja, das Zimmer ist das Zimmer, in dem wir Lauren Winter das erste Mal gesehen haben. Zwielichtiger Ort mit Scott Shelby. Das hier ebenfalls. Ja, aus der anderen Perspektive. Ein sehr schönes Kapitel übrigens. Hat mir sehr gut gefallen. Das Badezimmer, da gab es ein Badezimmer. Das ist bestimmt die Gegend einfach, damit man sich mal vorstellen kann, wo das Ganze stattfindet.
Ebenfalls die Gegend. Hier haben wir den Ermittlungsort, wo wir erst einmal mit Norman Jaden unterwegs waren und die Spuren gesucht haben bezüglich des Killers, bezüglich des Opfers des Origami-Killers. Da, wo ich immer dachte, ich werde vom Zug überfahren. In dem weißen Zelt war ja am Ende die Leiche drinnen, ne? Die liegt ja da. Ja. Hier haben wir ein paar ermittelnde Polizisten am selben Tatort. Hier wieder in Schwarz-Weiß. Ein bisschen detaillierter. Hierzu muss man sich die Sache mal genauer angucken. So, hat jetzt aber auch gereicht. Der Psychiater, Psychologe. Kann mir mal einer den Unterschied erklären? Ich hab's mal gewusst, ich weiß es gerade nicht. Der eine löst dein Problem, der eine sagt dir, dass du ein Problem hast. Irgendwie so. Ist natürlich jetzt sehr grob gesagt. Ich weiß auch nicht mehr den Unterschied. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Hier die Szene im Traum oder im Blackout, wo wir beinahe überfahren wurden mit Ethan. Dann haben wir Buy, Sale, Trade. Ist das schon der Überfall gewesen? Mit Scott Shelby? Weiß ich gar nicht. Kann ich gerade nicht zuordnen, sieht aber hammermäßig aus. Lichtverhältnisse stimmen und die Farben sind echt cool. Dann sind wir hier im nächsten. Die Polizeistation, die sieht schon in der Konzeptgrafik so kalt aus, so richtig. Amerikanische Polizeibüro. Scheiße. Boah, nee, könnte ich nicht arbeiten. Arbeite zwar auf Arbeit in einem relativ modernen Büro, aber das ist wesentlich, ja, farbenfroher. Und hat völlig anderen Flair als hier diese große Station. Ja, verschiedene Perspektiven hier, aber die Zellen. Entschuldigung, ich musste kurz gehen. Den Ausgang. Hier nochmal die Bürotische, Schreibtische, Arbeitsplätze samt PCs und Aktenschränken. Das Büro von Norman Jaden. Hier ist der Laden. Das war ein sehr schönes Kapitel. Richtig cool. Deswegen habe ich mir damals unbedingt das Spiel ausleihen wollen, als das rauskam. Weil ich die Szene so cool fand in einem Testvideo. Ich glaube, das war noch von. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das Testvideo war. Keine Ahnung. Tut mir leid. Was haben wir denn hier? Ach so, die Wohnung von Madison. Genau, die Wohnung von Madison. Da ist sie auf der Couch eingepennt. Hat geträumt, dass sie überfallen wurde. Und letztendlich auch umgebracht wurde. Im letzten Moment sind wir dann aufgewacht. Das Badezimmer, ne? Verstehe ich nicht. Wenn es ihr Apartment ist, was hat sie denn für ein Waschbecken? Mit drei, vier Wasserhähnen, ne? So ein Riesenteil. Ist doch unnütz. Oder ist es ein Gemeinschaftsbad? Das ist die Gegend, in der wir Baby gesittet haben mit Scott. Hier haben wir die Kiste mit Ethan abgeholt, in der die Origami-Figuren für die Prüfungen drinne waren. Hier sind die Schließschränke, da sind sie. Das ist die Bahnhofsstatue in der Haupthalle. Ich weiß nicht, ob es euch was bringt, wenn ich jetzt immer sage, wo was war oder so, aber ich meine, was soll ich groß dazu labern? Ich finde die Teile allesamt sehr schön gemacht. Bevor ich gar nichts sage, sage ich doch lieber, was da dargestellt wird. Das ist der Eingang zum Bereich mit den Schließschränken. Okay, das war jetzt wirklich unnötig. Motel. Ja. Das Motel, in dem wir Madison und Ethan zusammen gesehen haben. Im zweiten Stock. Ich bin ja erstmal im ersten Stock, ey, schön um den Kreis gerannt, weil ich mein Zimmer nicht gefunden habe. Hier ist unser Zimmer. Eigentlich ganz schön eingerichtet mit einem Klo. Hier ist der Empfang unten in diesem kleinen Bütchen.
Das war die Wohnung des strengen Gläubigen, ja, Weltuntergangsfanatikers. Den wir nicht getötet haben. Wir hätten ihn ja töten können, haben wir nicht gemacht. Wir haben ihn verhaftet. Hier haben wir die Wohnung, in der wir Baby gesittet haben und die Frau aus der Wanne vom Selbstmord gerettet haben. Da liegt sie im Bett. Verarztet, glaube ich, schon, oder? Ja. Die Garage, da haben wir das Auto abgeholt in der Garage da hinten. Für die erste Prüfung, die ich leider nicht bestanden hatte. Na, hier die Garage von innen. Das kleine Häuschen vom, ja, Wärter. Und hinten links steht unser Auto. Beziehungsweise es steht da, wo jetzt der Parkplatz leer ist. Hey, cooles Bild. Kann ich nicht zuordnen, aber cooles Bild. Tattoos. Tattoos. Kann ich auch nicht zuordnen. Sieht aber auch echt schön aus mit der Farbwahl. Public Market. Leute, jetzt geht's aber ab. Sagt mir ja alle ja nichts. Habe ich ein anderes Spiel gespielt? Was haben wir hier? Ach genau, wir haben ja den. Ah, das kann das sein, ne? Das ist, glaube ich, die Gegend, in der wir mit Norman diesen Typen verfolgt haben, der weggerannt ist. Den wir irrtümlich für den Killer gehalten haben. Den haben wir ja dann durch den Supermarkt. Hier ist ja der Supermarkt, Public Market Center, verfolgt in den Kühlraum. Und das ist das Treppenhaus von Scott Shelby. Das Büro von Scott Shelby, die Küche von Scott Shelby und das Schlafzimmer von Scott Shelby und natürlich auch noch das Badezimmer von Scott Shelby, ja. Gut, wird langweilig. Hier haben wir die Villa von Gordy, glaube ich. Ja, war Gordy, klar, okay. Der Riesenfernseher mit Zeichentrickfilmen, das kann nur Gordy gewesen sein. Hammercharakter. Durchgeknallt bis sonst wo, aber Juti macht. Meine Lieblingsprüfung. Natürlich nicht. Die Kondensatorprüfung. Der Tunnel mit den Glasscheiben war gar nicht so schlimm, aber der Part mit den Elektroschocks gefällt mir nicht. Hier ist der Tunnel. Was geht hier ab? Drei Öffnungen. Ja, da liegen die Glasscheiben. Hier könnt ihr nochmal sehen, Glasscheiben. Ja, ich möchte halt, dass ihr nochmal die Gelegenheit habt, hier die Sachen genau anzugucken. Das sind die Kondensatoren, zwischen denen wir hindurchklettern mussten. Und jetzt gehen wir zum nächsten. Na, zwei sind's noch. Golf spielen mit dem Vater von Gordy. Wie heißt er? Weiß ich nicht mehr. Tja, ist nicht so im Kopf geblieben. Hier ist das Haus beziehungsweise der Weg zum Zimmer, in dem wir unseren Finger abgeschnitten haben. Ja, hier ist das Zimmer. Da auf dem Tisch haben wir die ganzen Geräte gesammelt und dann haben wir uns am Ende mit dem Hackebeil da den Finger abgehackt. Sehr appetitlich. Echt eklige Prüfung. Aber durchaus machbar. Die Piano Bar, in der wir mit Norman Jaden Piano gespielt haben. Sehr schöne Szene, vor allem der Sound des Pianos hat mir echt gut gefallen. Schade, dass man da nicht länger hätte spielen können. Sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie gerne selbst da auf Klavier stehe, sondern weil es sich einfach super angehört hat. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ach, das ist der Uhrenladen, ne? Mit Herbert wollte ich schon sagen. Wie heißt er denn?
Manfred, Manfred, Herbert, schon klar. Gut. Die Sache mit den Uhren. War doch der Uhrenladen hier, oder? Sieht so anders aus. Ich vermisse gerade diese Glasvitrinen. Ist das nicht irgendeine Wohnung? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Das kann auch die Wohnung sein von... Ich guck mal gerade weiter. Was ist das denn für eine Wohnung? Warte mal. Ach so, das kann die Wohnung sein von dem Typen, den wir erschossen haben, ne? Der uns mit einer Schrotflinte hinterhergerannt ist hier. Das Zimmer, dieses... Die Küche und dieses Zimmer. In dem Zimmer haben wir ihn, glaube ich, erschossen. Wir haben ihn ja am Ende erschossen. Um die Buchstaben für die Prüfung zu kriegen. Hier bin ich aber ziemlich sicher, dass es der Uhrenladen sein müsste. Hängt das zusammen, dieses Zimmer? Ich blick's irgendwie nicht. Naja. Hey, ho, schönes Auto. Ja, eine beliebige Ecke. Der Spielplatz fehlt noch, ne? Also wir haben den Spielplatz da auf dem Hof, also auf dem Grundstück des Familienhauses, aber wir haben gar nicht den Spielplatz, in dem wir Sean letztendlich verloren haben. Da, wo wir Karussell gefahren sind am Anfang. Vielleicht ist das hier die Gegend. Also der fehlt mir irgendwie. Die Wohnung des Doktors, bei dem wir mit Madison waren. Der kranke Typ. Naja. Wir haben's ja überlebt. Er nicht. Wir schon. Ja, hier nochmal die Küche. War doch die Küche, ne? Ja. Hier dieser komische OP-Tisch. Auf dem wir gefesselt waren, aber wir konnten ja glücklicherweise entkommen. Der Schrottplatz mit Mad Jack. Mad Jacks Werkstatt. Der Friedhof, auf dem wir John Shepherds Grab gesucht haben. Und jetzt kommen wir zum letzten, zur letzten Konzeptgrafiksammlung. Blue Lagoon. Black, what? Black Lagoon? Ich sag die ganze Zeit immer Blue Lagoon, ne? Sorry dafür im Nachhinein. Das heißt also Black Lagoon. Und seht ihr mal, wie ich zuhöre. Meine Aufmerksamkeit ist ganz woanders irgendwie. Das ist gar nicht so einfach, sich darauf zu konzentrieren, wenn man dabei labert. Man kommt noch. Wow, das geht aber langsam. Ist es so aufwendig, dass es so langsam geht, oder ist es Stilmittel? Black Lagoon Eingang, würde ich mal sagen. Tanzfläche. Aber so viel Platz war da nicht. Ich konnte ja da kaum laufen, so viele Leute waren da. Hier ist dieser komische Flur. Das, Büro. Ist das, ja, ist das Büro von, Paco. Dem Chef. Von dem wir eingeladen wurden. Nachdem wir uns seiner Meinung nach hübsch gemacht haben. Er steht ja auf relativ billig aussehende Leute, billig ist natürlich subjektiv. Ich benutze jetzt das nur als Zitat von Madison, weil sie halt gesagt hat, ja, er stünde auf billig gestylte Leute. So schlecht sah sie jetzt auch nicht aus. Ist natürlich von den Entwicklern so gewollt, dass sie dann extra kurzen Rock hat und extra tiefen Ausschnitt und so. Würde ich jetzt auch nicht wollen. Aber so richtig billig ist es nun auch nicht. Ja, ich verrenne mich da in irgendwas. Also, es ist... Sagen wir mal so, mir würde es nicht gefallen, aber es ist nicht das, was ich mir unter billig vorstelle. So, hier ist Scott Shelby. Rein in die Villa mit seinem Wagen, und zwar in die Villa vom Vater von Gordy. Weil der versucht hat, Scott zu ertränken, samt Wagen. Hier sind wir in dem Büro von Gordys Vater. Hier sind wir in unserem weißen Saal mit dem roten Flur, wo ich keine Ahnung habe, wo das sein soll, in irgendeinem Hotel oder was. Geheimnis.
umwobene Gegend, geheimnisumwobene Raum. Mit vielen Kameras ausgestattet. Und der Giftflasche, in der letztendlich gar kein Gift drin war. Das muss man sich mal einziehen, ja. Ich habe im ersten Spieldurchgang, als ich das damals gespielt habe, ich habe es einmal nur durchgespielt gehabt, habe ich diese Flasche am Ende nicht genommen, weil ich dachte, die Figur kratzt ab. Und ich hatte kaum Buchstaben. Und ich habe dann ein negatives Ende gehabt, weil ich halt die Lösung, ich bin zur falschen Adresse gefahren oder was. Auf jeden Fall hatte ich überhaupt keinen Plan, wo ich hin muss. Jetzt hat sich rausgestellt, im Let's Play habe ich ja die Giftflasche genommen und es war gar kein Gift. Also zumindest hat Ethan alles überlebt, ohne irgendwelche Gegengifte zu nehmen. Hätte ich also damals auch ruhig mal machen können, dann wäre ich vielleicht ein bisschen weitergekommen. Die Orchideenplantage von Scott hinterm Wandschrank, hinter der Geheimtür. Was fährt denn da? Wo sind wir denn jetzt? Der Hafen? Ach so, der Hafen, na klar. Da, wo das Finale spielt, am Hafen. Das ist bestimmt der Dampfer, den ich gehört habe im Telefon. Weshalb ich mich ja dafür entschieden habe, von den drei ähnlichen Adressen die Adresse zu nehmen, die am Fluss liegt. Ja, das ist immer noch Hafengelände. Die Halle, in der wir den Sohn letztendlich gefunden haben, unter diesem Gitter. Da, wo jetzt gerade Ethan steht. Hier haben wir die kämpfenden Scott und Norman. Meine Stimme geht weg. Und wieder der Friedhof. Ja, Scott. Ich denke mal, Scott Shelby ist begraben. Kann man das da lesen? Warte mal. Nee, kann ich jetzt nicht erkennen. Und jetzt die Fantasiewelten hier. Die virtuellen Arbeitsplätze von Norman Jaden einmal auf dem Werk. Einmal im Wald. Finde ich es immer noch. Nee, Wüste war das, ne? Wüste unter Wasser. Ja, oder auf dem Mond oder was? Unter Wasser. Wie auch immer hier vorne rechts ein Schrank steht, ne? Lustig. Wie, und mein Wald gibt es nicht? Was geht denn ab? Ich will sofort meinen Herbstwald. Verdammt. Ja gut. Jetzt stellt euch noch ein richtig schönes Artwork vor von dem Herbstwald, in dem wir gearbeitet haben. Als Norman Jaden. Natürlich alles nur projiziert durch seine mega krasse Brille. Entwürfe. Heavy Rain Original Soundtrack. Videos. Ja, der kennt er, denke ich mal, alles, ne? Der Präparator. Liebestrailer? Naja, die würde ich mir fast einziehen. Ach, hier haben wir noch ein paar Artworks, komm. Einmal Scott Shelby, vielleicht mit der Frau, die wir da aus der Badewanne gerettet haben. Den kann ich nicht zuordnen. Und ein Officer oder keine Ahnung. Die Familie beim Einkaufsbummel, würde ich mal sagen, denn da ist ja noch der rote Ballon, den sich Sean da ausgesucht hatte am Anfang. Okay, jetzt wird's langsam krass. Da oben haben wir die Ermittlungen. In der Mitte haben wir den Autounfall. Oder? Weiß ich nicht, was das sein soll. Da unten ist alles ziemlich schwer zu erkennen. Was ist hier los? Wieder Action, Autounfall oder was? Keine Ahnung. Die Sachen sind echt schwer zu erkennen, finde ich. Kann ich jetzt natürlich bei jedem Bild sagen, schwer zu erkennen, keine Ahnung, was sie hier meint. Da hat irgendwer mit einem kleinen Kind einen anderen Typen erschossen.
Soll das darstellen, wie ich mit Sean den Killer erschossen habe? Ich blick's nicht. Da unten ist eine Szene im Einkaufszentrum, weil ich denke mal, dass derjenige, der da rausrennt, Sean ist. Im unteren Bild, obere Bereich. Mitte. Und im oberen Bild sehe ich eigentlich... Was soll das sein? Die ganzen Zahlen da irritieren mich. Das hatten wir schon, glaube ich zumindest. Norman Jaden. Am Acker in einem virtuellen Büro. Eine Menge Menschen. Boah, was für eine Beschreibung. Na, könnt ihr euch ja selbst zusammenreimen, was das jetzt hier ist. Meine Konzentration ist langsam weg und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Plan, was das ist. Gerade von den unteren Bildern, also das mit, das obere, die, das was jetzt in der Mitte des Bildschirms ist, das was rechts auf Höhe des Halses der Figur endet. Ja, schwer zu deuten. Die schauen aus dem Fenster. Was seht ihr? Gut, dann sind wir jetzt durch. Würde ich mal sagen. Videos mache ich ja erstmal nicht, ne? Ne, das ist mir zu viele Leute. Tut mir leid. Jo, das war's dann jetzt erstmal, Leute. Ja. Ich bin alles losgeworden, was ich loswerden wollte, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht für das ganze Projekt. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play und bis dahin alles Gute. Auf Wiedersehen. Ciao.